Ungarn, Anfang des 20. Jahrhunderts. Der junge Béla Bartók reist mit seinem Phonographen durch seine geliebte Heimat, um deren einzigartige Musikkultur festzuhalten. Rund ein Jahrhundert später begibt sich der deutsche Filmemacher Jan Lorenz auf die Spuren Bartóks, um die verbliebenen Reste der traditionellen Musik Siebenbürgens ein weiteres Mal vor dem Aussterben zu bewahren. Ein poetisches Porträt über einen drohenden Kulturverlust im Herzen Europas. Bartóks Requiem, Siebenbürgen und der Klang der Moderne. Am 23. März auf Planet.